Die Top 5 vom vierten Spieltag. Nicht das Ranking der schönsten Tore, sondern der elegantesten Anspiele. Gleich zweimal blindes Verständnis beim Gastspiel des VfL Gummersbach in Göppingen. Vollendet durch diese Flugeinlage von Michael Kopko. Vollen Einsatz gab es auch seitens Frisch auf. Im Stehen, in der Luft oder halt in der Hocke. Für Felix Lobedank ist kein Pass unmöglich. Der Nutznießer in dieser Situation Christian Schöne. Zum Abwenden der Niederlage reichte es dennoch nicht. Rang 3 für Kolja Löffler und Mark Bulls Ping-Pong-Vorlage von den Füchsen Berlin. Essens Keeper Jan Kulanek gleich zweimal im Pech. Dieses Tor allerdings nicht ausschlaggebend für Essens vierte Saisonpleite. Platz 2 im Topmatch des vierten Spieltages, Hamburg gegen Flensburg. Der glückliche Hans Lindberg sichtlich begeistert über diese Platzierung. Ein großes Dankeschön geht dabei an den Abräumer Michael Kraus. Platz 1 bleibt ebenfalls in der Hansestadt. Für das Duo Frederik Petersen und Michael Kraus. Komm doch, dann halt nicht. Der Pass als Notlösung an Kraus, kurz gezögert und trocken abgeschlossen. Punktgewinn gegen Flensburg und jetzt auch Platz 1 der schönsten Tore.